In dieser Lektion geht es um die fünf größten Fehler beim Recruiting. Und ich steige gleich ein mit Fehler Nummer eins. Das ist die erste Eindruckfalle. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass uns der erste Eindruck des Bewerbers blendet. Und zwar sowohl der erste gute Eindruck als auch der erste schlechte Eindruck des Bewerbers. Und dieser erste Eindruck prägt überragend das, wie wir den Bewerber anschließend einschätzen. Und das verzerrt das echte Bild des Bewerbers enorm. Zu tun hat das mit einem psychologischen Phänomen namens Halo-Effekt im Positiven oder Horns-Effekt im Negativen. Halo, das ist der Heiligenschein. Und was die Psychologie der letzten 50 Jahre herausgefunden hat, ist, dass der erste gute Eindruck, wenn er gut ist, alles andere überstrahlt. Alle anderen Kompetenzen werden assoziiert mit etwas Gutem, mit etwas Schönem, mit etwas Überragendem. Das heißt, wenn der Bewerber sich richtig gut vorbereitet, denken wir, er ist auch kompetent und passt perfekt für die Stelle. Dabei sind wir nur von diesem Halo-Effekt geblendet. Es gibt auch den gegenteiligen Effekt, den Horns-Effekt. Das ist, wenn der erste Eindruck schlecht ist, dann prägt das psychologisch auch unsere Bewertung des Kandidaten enorm. Und vielleicht ist dieser Kandidat etwas schüchtern, vielleicht kam er sogar beim ersten Mal 5 Minuten zu spät oder hat einen kleinen Fleck auf dem Hemd. Aber vielleicht passt dieser Kandidat perfekt ins Team, ist sehr kompetent und würde Ihnen als Vorgesetzten eine große Freude machen. Doch der Horns-Effekt, der verhindert meistens, dass diese Art von Kandidaten Erfolg haben. Was also tun? Es geht darum, dass man diesen ersten Eindruck bewusst nicht überbewertet. Es geht darum, den Bewerber wirklich auf den Zahn zu fühlen und zu testen, ob er passt oder nicht passt. Egal wie der erste Eindruck, egal wie die ersten 5 Minuten gelaufen sind. Der zweite häufige Recruiting-Fehler ist die gute Fragenfalle. Viele Arbeitgeber denken, wenn sie richtig gute Fragen stellen, dann finden sie heraus, ob der Bewerber passt oder nicht passt, ob er gut ist oder ob er schlecht ist. Aber theoretisch gut antworten heißt nicht, dass man praktisch auch die Skills tatsächlich an den Tag legt. Und mit Hilfe von Rhetorik- und Bewerbungstrainern wie auch mir machen sich viele Bewerber extrem viele Gedanken darum, wie sie bestimmte Fragen beantworten und machen eine unglaublich gute Show und blenden sie mit ihrer verkauften Kompetenz, aber nicht mit der echten Kompetenz. Es geht bei einem richtigen Bewerbungsgespräch nicht darum, die guten Fragen zu stellen und auf die richtigen Antworten zu hören, sondern es geht darum, die tatsächlichen Skills auch zu messen und gleich auszuprobieren, was der Bewerber kann. Dazu beispielsweise eignen sich kleine Cases oder Arbeitsproben sehr, sehr gut. Wie man das konkret macht, das lernen wir im Verlauf des Kurses. Aber schon mal vorab, gute Fragen garantieren also nicht, dass Sie sich für den richtigen Bewerber entscheiden. Häufiger Recruiting-Fehler Nummer 3 ist die sogenannte Psychologenfalle. Und damit gemeint sind die Persönlichkeitstests und die psychologischen Tests, die gerade heute im 21. Jahrhundert extrem in Mode gekommen sind. Man lässt den Bewerber über eine Stunde psychologische Verfahren durchlaufen und erhofft sich dadurch, dass man in seine Seele blicken kann. Diese Persönlichkeitstests sind aber äußerst problematisch. Problem Nummer 1 mit diesen Tests ist, dass sie auf Selbstangaben basieren. Und Selbstangaben, die müssen ja nicht unbedingt ehrlich sein. Natürlich versucht der Bewerber, möglichst richtige Antworten zu geben. Aber auch wenn wir unterstellen, dass der Bewerber zu 100% ehrlich ist, auch dann sind die Persönlichkeitstests sehr problematisch. Denn die Persönlichkeitsbeschreibung von einem selbst muss ja nicht wirklich richtig sein. Kleines Beispiel, der Herr Müller kann sich vielleicht selber für einen äußerst charismatischen Menschen halten, der extrem gut mit Menschen kann, aber vielleicht ist das objektiv genau das Gegenteil. Aber der Test, der basiert ja auf seiner falschen Selbsteinschätzung. Und schließlich der dritte Grund, warum Persönlichkeitstests sehr problematisch sind bei der Personalauswahl, ist, dass Persönlichkeitstests eben was über die Persönlichkeit sagen, über die Charaktereigenschaft, über die Persönlichkeitsstruktur, aber nicht unbedingt etwas über die berufliche Eignung. Das hängt nämlich nicht zusammen. Die Forschung hat keinen nachweisbaren Zusammenhang zwischen beruflicher Exzellenz, beispielsweise von Führungskräften, und zwischen ihrer Persönlichkeitsstruktur, die sie im Inneren von sich haben. Da gibt es eben vielleicht Korrelationen, aber keine Kausalitäten, die wissenschaftlich festgestellt sind. Das heißt, Achtung vor Persönlichkeitstests, sie sind in Wirklichkeit häufig fehlerhaft und sagen nichts darüber aus, ob der Bewerber auch wirklich gut ist. Der vierte häufige Recruiting-Fehler ist die IQ-EQ-Falle.
IQ steht natürlich für den Intelligenzquotienten und häufig benutzen Arbeitgeber kleine Intelligenztests oder Brain-Teaser, um herauszufinden, ob der Bewerber geeignet ist. Und das ist auf den ersten Blick ja auch eine gute Idee. Man will einfach wissen, wie schlau dieser Mitarbeiter ist. Und dann stellt man irgendwelche Brain-Teaser aus irgendwelchen Büchern und versucht herauszufinden, ob der Bewerber auf die Lösung kommt. Problem ist nur, dass der Mitarbeiter in seiner täglichen Tätigkeit ja keine Brain-Teaser lösen sollte, sondern er macht eine ganz bestimmte Aufgabe. Die Fähigkeit, diese Brain-Teaser zu lösen, hängt also nicht notwendigerweise damit zusammen, wie gut der Mitarbeiter seine Aufgaben erfüllt. Sie hängen also möglicherweise zusammen, aber nicht notwendigerweise zusammen. Und genau das Gleiche gilt auch für EQ, also für den emotionalen Intelligenzquotienten. Vielerorts werden komische Fragen gestellt, wie beispielsweise, wenn Sie ein Tier wären, welches Tier wären Sie dann? Oder wie würden Sie sich fühlen in Situation X, Y oder Z? Man soll also herausfinden, wie die Person tickt, und zwar emotional, ob sie sich in andere Menschen hineinversetzen kann. Und auch hier ist es natürlich erstens was völlig anderes, ob die Frage überhaupt wirklich vernünftig gestellt ist. Und zweitens, was hat diese Frage, welches Tier wären Sie am liebsten? Oder wenn Sie ein Geschirrstück wären, welches Geschirrstück wären Sie? Was hat diese Frage mit der tatsächlichen Tätigkeit zu tun? Also auch Achtung vor dieser Art von psychologisierenden Fragen, auch wenn sie in sind, oder von den Brain-Teasern, auch wenn sie in sind, achten Sie immer darauf, ob das, was Sie fragen, wirklich mit der Tätigkeit zu tun hat, die der Arbeitnehmer später jeden Tag erfüllen muss, oder ob das sich irgendein Personaler ausgedacht hat, weil es fancy klingt, aber eigentlich nichts zur täglichen Arbeit beiträgt. Und schließlich der fünfte häufige Recruiting-Fehler, das ist die Ähnlichkeitsfalle. Ähnlichkeitsfalle bedeutet, dass die Arbeitgeber sich häufig für den Kandidaten entscheiden, der ähnlich ist wie sie selbst. Also ähnlich spricht, ähnlich angezogen ist, ähnlichen Bildungsstand hat, aus einer ähnlichen Region kommt und so weiter und so fort. Und dieses Ähnlichkeitsproblem hat große Auswirkungen auf Teams und Ideengenerierung. Denn wenn alle ähnlich sind und wenn alle ähnlich denken, dann gibt es natürlich nicht so viel Diversity, dann gibt es nicht so viel Ideenvielfalt, denn alle denken ja ähnlich und alle denken in die ähnliche Richtung. Es macht also Sinn, gerade für Brainstorming und für kreative Tätigkeiten auch Menschen einzustellen, die anders sind als man selbst, die anders sind als die Vorgesetzten. Und nicht umsonst spricht man in Amerika vom sogenannten Supplementary Fit und von einem Complementary Fit. Also der Supplementary Fit bedeutet, man braucht auch Leute, die ähnlich sind, aber Complementary Fit bedeutet, dass es komplementär, also ergänzend sein kann, dass also eine Person, die noch nicht im Team drin war, beispielsweise die chaotisch kreative Person, durchaus etwas beitragen kann, wenn sonst alle sehr geradlinig, strukturiert und pünktlich sind. Die Vielfalt der Charaktere in Ihrem Team sorgt also für die Vielfalt der Ideen. Und in der nächsten Lektion geht es darum, wie sich das Recruiting im 21. Jahrhundert verändert hat. Das war ein Ausschnitt aus meinem Online-Kurs und den Rabattlink zum gesamten Online-Kurs findest du in der Description unten. Und abonniere gleich bei der Gelegenheit auch meinen Channel für weitere Rhetorik-Tipps kostenlos.